Dementsprechend ist halt die Einteilung immer, wer jetzt in dem Moment halt stärker ist. Wir sind halt so ein Team, was überall stark sein kann. Mittlere Reifen. Rennriemen ist egal, mit dem mittleren Reifen kann man besser fahren. Du hast schnelleren Boxenstopp. So, 6 Runden. Wahnsinn. Wir haben 27. Das heißt, eigentlich direkt wieder volltanken und durchheizen. Danach halt nur einen schnellen Stopp. 4 Runden. Oh Gott, bei dir müssen wir definitiv Sprit sparen. Reifen schon. Die Reifen hier werden ja wie so oft ziemlich hart rangenommen. Deswegen hoffen wir, dass wir einigermaßen etwas länger fahren können. Okay, mit dem Medium sollte es sowieso ein bisschen besser gehen für Norbeck. Ja, solider Start von Norbeck. Außenrum ist schlechte Idee. Vargas konnte auch nicht mithalten. Lass doch die Innenbahn nicht frei. Ja, warte mal ab, bis wir das erste Getriebe-Update haben. Ah, wir warten noch. Motor wird ein bisschen runtergedreht. Also ich will jetzt eigentlich sparen, damit wir nach der Boxen-Stopp-Sequenz dann ein bisschen was haben. So, Motor kommt komplett weg. Ja, ist nicht schlimm, wenn du unterfällst. Sie müssen eine Runde vor dir in die Box. Vielleicht sogar 2 Runden. Und wie gesagt, bei den Vargas schon wir. Bei Norberg können wir mal fahren. Damit wir halt die Distanz zum Fahren halt rausfahren können. Die ersten gehen in die Box. Das ist sehr früh. Ende der 4. Runde, ey. Norbert kann 6 Runden fahren und Vargas kommt Ende der Runde rein. Das wird nicht reichen. Wir müssen 3 Stopp machen. Medium, Medium, dann nochmal Soft. Wir tanken voll. Das heißt, wir müssen nicht mehr tanken danach. Also du kannst jetzt Gas geben, normal. Aber wie gesagt, 3 Stopp müssen wir machen. Weil die Mediums nicht so lang halten. Achso, Norbeck. Norbeck könnte es schaffen. Der hat halt jetzt 14 Runden. Plus dann noch, dass wir die länger halten. Das heißt, er könnte mit einer schönen 2-Stopp-Strategie schon mal etwas nach vorne kommen. So, Vargas. Der Stopp ist komplett schief gelaufen. Aber wir haben halt extrem viel ERS jetzt aufgespart. Und der hat schon gut aufgeholt wieder. Guter Stopp. Der war deutlich besser als der andere. Und tschüss. Man muss Norbert jetzt etwas wegverfangen. Batterie wird entladen. Bringt halt nicht so viel manchmal, aber immerhin etwas. Und jetzt wird es ein ziemlich langer Stint. Marcelier ist vorbei, aber ich virtuelle Safety. Das kann man natürlich immer gut nutzen für den Boxenstopp, aber dafür sind wir zu weit weg. Ah, nutzen das manche jetzt den Boxenstopp? Ich schätze mal stark, ja. Ja. Da haben es zwei Leute, ne, eine Person dazu genutzt. So, du kämpfst hier gegen Mike Mann. Mike Nann. Ach, an den Namen muss man sich zwar noch überall gewöhnen, aber. Was klar, die Führenden sind momentan jetzt wirklich die, die noch keinen Stopp haben. Das ist jetzt auch eine 2-Stopp-Strategie von denen.
Also wir müssen mindestens mal bis zur 20. Runde jetzt durchhalten mit den Reifen von Norbeck. Der Eisgard mal überholt worden ist von Patanen, aber Patanen muss bald in die Box. Deswegen brauchst du eigentlich nicht so stark zu kämpfen. Patanen muss mindestens noch zweimal in die Box. Machst du? Du gibst jetzt mal Dampf. Ein bisschen auf Vargas gucken, weil ja, Norberg, der kann sich da ein bisschen allein unterhalten. Der ist im Duell eigentlich, aber der ist im Duell, deswegen bleiben wir hier. Okay, Patan schon zum zweiten Stopp, da waren manche noch gar nicht zum ersten Stopp. Das müssen wir jetzt nutzen, um vorbeizuziehen auf Platz 7. Taylor noch gar nicht in der Box. Wie gesagt, jeder muss zweimal in die Box. Mindestens. Ja, für Vargas ist das Rennen bisher nicht so schön. Weil er muss selber noch zweimal in die Box. Ja, Attacke. Kannst du es nutzen? Nein. Okay, da geht jemand in die Box. Brauchst also nicht zu heftig zu fighten. So, Ende der Runde 15 muss Vargas wieder reinkommen. Ja, ganz toll. Dann sind wir wieder auf Platz 3 und eine Doppelführung von Nataka. Wir führen die Meisterschaft an. Hoppala. Ganz unerwartet eigentlich. So, du kommst rein, ziehst dir nochmal die Mediums auf. Und ob der Sprit reicht. Ich schätze mal stark, dass der Sprit schon reichen wird. Weil immer noch mehr als die Hälfte der Renndistanz bei uns. So, Bock, stopp. Ja, wenn man nur Reifen wechseln muss, ist es deutlich einfacher. So, Vorlauf. Ja, man merkt, wenn die bremsen, brauchen die nicht so viel. Noch 17 Runden. Ja, dann sind wir bald schon im Plus. Im Sprit. Ja, also Norbeck wird auf jeden Fall dieses Stunt schaffen. Der ist jetzt schon 10 Runden auf den Reifen unterwegs. Das schon mal sehr gut. Die Runde kommt rein. Das war jetzt zu erwarten. Und Norbeck kann weiterfahren. So gesehen, dadurch, dass jetzt Jotz die Trier in die Box ist und die Softgold haben, ist es für uns natürlich super. Ja, wir müssen noch 2 Runden fahren mindestens. Bis Runde 20 und dann können wir durchfahren. Okay, bei Vargas sind wir schon im Plus, was den Sprit angeht. Was den Wagen angeht, sind wir auch sehr gut. Da können wir ein bisschen Gas geben. Und ab, war vorbei. Da waren die Wohlmanöver. So, du bist jetzt in die 20. Runde. Das heißt, Ende der Runde kommst du rein. Mediums. 13 Runden, ja, passt auch, okay. Sprit reicht auch gut. Wir haben 87% Batterie. Und der Stopp funktioniert, jawohl. Gleich 100% Batterie. Das nutzen wir natürlich jetzt. Haben Engberg überholt in der Box. Ein besseres Boxenteam als Nakata. Aber damit. Ich glaube, es gab mal auch eine Form des ERS, da konntest du halt auch Sprit sparen. Das heißt, du bist mit 4 Runden Sprit weniger gestartet und hast die ganze Zeit immer die Batterie benutzt, um deinen Sprit zu sparen. Das habe ich auch schon mal gehabt, aber ziemlich selten. Also 5, da sind wir nach dem zweiten Stopp. Und alle vor uns müssen noch in die Box. Wir haben 7, 8, 10 Sekunden Rückstand auf dem ersten. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Rennen für Norbeck. Was wir mit Vargas machen, werden wir noch sehen. Nee, du. Lass das mal. Pole Set auf 18. Das ist hart. Das ist extrem hart.
Du kannst es nutzen. Ja, erstmal davonfahren vom 6. Platzierten. Bleib immer in die besseren Reifen. Minze kommt in die Box. 8 Runden. 10 können wir noch fahren. Wir gehen auf Mediums. Zack, direkt in die Box hinzufügen. Und damit haben wir es hinter uns, was den Sprint an, Job angeht. Damit sind wir momentan auf Platz 3. Okay, 2 Stück mit Reparaturstopp. Das könnte Dings zugute kommen. Wenn ich auf Platz 16 verbessern kann. Jeden Platz in der natürliche Zwargast nach vorne kommt, ist für uns natürlich besser. Weiß noch nicht, wer die schnellste Runde jetzt gefahren hat. Momentan sehe ich so keiner. So, damit führen wir das Rennen an. 15 Sekunden Vorsprung. Auf Naito. Wo kommt der denn her? Aber ich schätze mal, Chuck, dass der auch nochmal in die Box muss. Dann gehen wir zu Vargas, weil der kämpft hier um Platz 15. Immerhin. Besser als gar nichts. Nein. Nein, 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 nein. Lass es. Wir konnten den Angriff abwenden. Wir sind auf Platz 15, weil einer in der Box war. Aber die GT-Reifen gehen temperaturmäßig nach oben. Platz 14, 13. So, Vorsprung wieder ein bisschen ausbauen. Hat nicht so viel Punkt gebracht. Da kommt halt Masilea von hinten mit anderen Reifen. Da können wir uns auch, glaube ich, nicht groß entscheiden. Das war eigentlich klar. So, gib mal Gas. Na, du gibst motormäßig Gas. Das Auto sieht okay aus. Das sollte reichen. Damit sparen wir ein bisschen Batterie für den Schlussspurt. Noch 3 Runden. Wir haben bei Dings wirklich genau 3 Runden. Der fährt jetzt so zu Ende, den Norbeck. Gutes Obermanöver. Und Divebomb. Mega Divebomb. Noch eine Position gewonnen. Sehr gut. Ach, Getriebe wird überbewertet. Gerade vor allem die letzten 2 Runden. Konter, Konter, Konter. Uiuiui. Okay, wir müssen den Motor runterdrehen dafür, aber wählen stellen wir die Reifen jetzt zurück. So, du kannst auch volle Möhre jetzt geben. In der letzten Runde geben wir nochmal ESS dazu. Masilea kann das nutzen. Oh, wir haben zu früh hochgestellt. Aber Norbeck gewinnt das erste Rennen für uns. Mal schalten wir wieder auf Vargas. Damit sein Reifen am Ende ist, aber nicht mit seinem ERS. Kommt innen noch vorbei. Nein. Zu früh ist ERS verwendet. Reifen waren auch hinüber. Wir hätten die Reifen nicht so aggressiv fahren lassen sollen. Alle sparen sich wirklich für den Schlussspurt des ERS auf. Ich habe zu viel getan. Ach, aber okay. Ein Sieg ist ein Sieg. Das kann uns keiner nehmen. So, müssen wir jetzt Geld zahlen dafür, dass er gewonnen hat. Aber das ist mir... Ja, recht ist mir das nicht. Dass wir jetzt ein bisschen Geld ihm zahlen müssen. Und auch dem Mechaniker und auch unserem Ingenieur. Das heißt, wir haben von unseren 600.000, die wir uns bekommen, am Ende vielleicht 0 raus. Machen sogar noch Minus, sehr wahrscheinlich. So, wir schauen. Oh nein, der hat Nackenprobleme jetzt. Tabellenführer! Jawohl! Und mit dem Fact 6 Punkte hinter. Mailand! Okay. Wir haben ein schlechtes Getriebe, wir haben einen schlechten Motor. Aber wir fahren die Kurzversion nur. Das
könnte wieder was anderes werden. Mal schauen. Ja, man finde, macht Spaß. Also, Nackenprobleme, wie lange hast du Nackenprobleme? Natürlich werden 8 Wochen, das heißt für die nächsten, für das nächste Rennen eigentlich. Konzentration, ja, die Fitness geht komplett in den Eimer. 1000% ist was der Kehrer läuft bei dem. Aber wir machen trotzdem mal Plus. Jawohl, wir können zumindest irgendwas bauen. Aber ich glaube, ich warte mal, weil wir kriegen jetzt erstmal Sponsorengeld. Vielleicht was anderes bauen zu können, also Motor oder Getriebe, weil das sind halt die Hauptkomponenten des ganzen Autos. Gott sei Dank müssen wir keinen Spoiler bauen. Aber naja. Unsere Fahrer sind auf letzten Platz, unser Wagen ist auf Platz 6, Kaufkultur sind auf Platz 5, Mitarbeiter auf Platz 2, Sponsoren auf Platz 9, da müssen wir auch besser werden und Bock auf Platz 4. Okay, sehr zufrieden. Nein. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in meiner dabei seid, wenn es auf die Geschwindigkeitspiste geht. Mal gucken, wie wir uns da schlagen werden. Bis dahin. Ciao.